Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie sagten gerade, es ist ein wichtiges Thema. Und wer schon etwas länger dabei ist, der weiß, dass immer so ein paar Themen sind, sehr wenige, die sich so richtig einprägen am Ende der Legislaturperiode. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Antrag im Jahre 2021 auch zu denen gehört, die uns im Gedächtnis dann haften geblieben sind. Insofern der Antrag der BMV: Die Landesregierung wird aufgefordert, sicherzustellen, dass jede Gaststätte entsprechend ihrer Größe Toilettenanlagen für Gäste zur Verfügung stellen muss. Dabei sind unter anderem nachfolgende Hygieneanforderungen zu beachten. Fußböden müssen gleitsicher und leicht zu reinigen sein. Wände der Toilettenräume müssen bis zu einer Höhe von mindestens 1,50 Meter mit einem glatten und hygienischen Anstrich versehen sein. Seife und Handtrocknungseinrichtungen müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Bei Verstoß gegen diese entsprechenden Auflagen drohen Geldstrafen bis zu 10.000 Euro. Aufsichtsbehörde ist das Wirtschaftsministerium. Aufgrund des Mehraufwandes stellt der Landtag je Landkreis und je kreisfreier Stadt eine zusätzliche Planstelle zur Verfügung. Das könnte der erweiterte Antrag zum Antrag der BMV sein. Insbesondere der letzte Bereich war frei von mir erfunden, das ist klar, aber insbesondere die Hygieneanforderungen, die gibt es wirklich, die sind so unter anderem dann in Rheinland-Pfalz ganz konkret so definiert. Und das zeigt ja, dass man Regelungsbedarf immer weiter ausbauen kann. Möglicherweise steckt das in diesem Antrag auch drin. Wir halten diesen Regelungsbedarf, sehr geehrte Damen und Herren von der BMV, aber nicht für notwendig. Ich selbst hatte ja schon des Öfteren gesagt, dass ich 10 Jahre unter anderem als Berufsschullehrer im Sanitärbereich tätig war. Und auf einer entsprechenden Schulung, das hat sich bei mir richtig eingeprägt, der entsprechende Referent hat immer gesagt, bevor er den Gastraum, die Gaststätte benutzt, besucht, war sein erster Gang immer auf diese Toilette. Und er hat sich dann die hygienischen Bedingungen, solche Anforderungen waren ja dann da wahrscheinlich auch definiert, immer als erstes angeschaut. Und der war so konsequent, der hat gesagt, wenn die hygienischen Bedingungen nicht seinen Ansprüchen entsprechen, dann lehnt er den Gaststättenbesuch ab. Und das ist konsequent. In diesem konkreten Fall bei Ihnen würde der diese Toilette nie finden. Und demzufolge würde dann auch der Gaststättenbesuch in dem Fall nicht stattfinden. Und insofern gibt es im weiteren Sinne ja doch eine gesetzliche Regelung. Und Sie hätten ja dann Ihren Antrag spätestens zurückziehen können, nachdem dann Ihnen das Wirtschaftsministerium auf Ihre Frage 5 die Antwort gegeben hat. Da steht nämlich, dass allein das Verhalten der Besucher, die Toiletten in Gaststätten erwarten, und das Verhalten der im Wettbewerb miteinander stehenden Gastwirte zu sachgerechten Lösungen führen. Das heißt, es ist im weiteren Sinne eine gesetzliche Regelung, nur mit dem Unterschied, dass das nicht 71 Landtagsabgeordnete beschlossen haben, sondern es entscheiden 1,6 Millionen Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Füßen. Insofern glauben wir nicht, dass hier zusätzlicher Regelungsbedarf notwendig ist, und wir werden den Antrag ablehnen. Dankeschön.